Erfolgreiche Trainerin, auch von Oksana Skaldina, dem 15-jährigen Talent aus Kiew. Im Mehrkampf des internationalen DTB-Pokals war sie gestern dritte von 29 Teilnehmerinnen. Ein Solo von Oksana in diesem Ballfinale, denn ich finde, ihr Spiel mit dem Ball ist zauberhaft. Drei Rollelemente werden verlangt in einer Übung, egal über welche Körperteile. Balanceakte sind ebenfalls in. Die WM-Dritte von Sarajevo erwies sich als die beste Ballkünstlerin in diesem Finale. Nach diesem Balanceakt zum Schluss zogen die Damen des Kampfgerichts die Höchstnote, mit der bereits ihre Landsmännin Alexandra Timoschenko das Reifenfinale gewonnen hatte. Die Weltmeisterin mit dem Ball wurde diesmal Zweite. Ein Zehntel Rückstand. Und ein Küsschen von der Trainerin Irina Derjogina. Hier sehen Sie noch einmal in der Zeitlupe nach dem Wurf ein subakrobatisches Element, und das darf nicht über die Senkrechte gehen, wie beispielsweise bei den Turnern. Oksana Skaldina, die Siegerin in diesem Finale.